Moin, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Home mit mir, den guten alten Paddy. Lange ist her nach der letzten Aufnahme und ein kleiner Unterschied zum letzten Mal hat sich jetzt breit gemacht. Wir haben endlich wieder helles Sonnenlicht. Wir haben wieder einen Shader drin. Eigentlich neu ist es auch durch. So, in der letzten Folge haben wir ja schon mal grob die Räume aufgeteilt, ein bisschen die Küche gemacht, das Schlafzimmer schon mal den Boden rausgerissen und ja, das war's. What's next? Eigentlich würde ich sagen, erstmal die Wände fertig bauen, also sprich Fichtenholz und let's go. Würde ich so sagen, ne? Ja. Fichtenholz und Go, ein bisschen Farm. Leider immer noch ein bisschen Stille, kein Ambient Sounds. Forge ist leider immer noch nicht ready. Also, außer man will jetzt sagen, komm, ich spiele auf die 1.6. Aber 1.6 möchte ich ja nicht spielen, ich möchte ja die 1.7 spielen. Und dann muss ich halt mich ein bisschen gedulden, bis ich Forge wiederkrieg. Das heißt, es wird eigentlich ein stupides Baugerüst. So, da haben wir noch Fichte. Ah, ich fühle mich gerade wieder so herrlich, wieder schön Shader. Schon mal ein Teil quasi wieder zurückgekehrt. Hey. Runter da. Jetzt haben wir mal kurz ein bisschen Fichte. Hier war ein Enderman am Berg. I see it. Kennt ihr das, wenn man aber dennoch aufnimmt und irgendwie nicht weiß, was man. Bro, du bist hier in der falschen Hut. Keine Ahnung, wie du reingekommen bist, aber du hast hier nichts verloren. So, würde ich sagen, mal kurz ein bisschen fackeln, ein bisschen ausleuchten. Von irgendeiner Ecke, dunklen Ecke muss er gekommen sein. Von hier? Ah, sicher, sicher. Ausleuchten. Hier? Sicher, sicher. Ausleuchten. Ansonsten zwei Fackeln. Zwei Fackeln. Eine Fackel. Packen wir mal hier rein. Und. So, überall zwei Fackeln. Sollte eigentlich reichen. Dann 1, 2 und 3. 1, 2 und 3. So. Und gesagt, ich würde erstmal die Außenwände bauen. Hier natürlich definitiv Loks. Als Abgrenzung und natürlich schön auseinandergeschabt. Generell würde ich sagen, machen wir hier Loks, also auch hier. Und 4. Sieht auch viel schöner aus. Genauso wie hier noch. Und hier dasselbe Spiel nochmal.
Okay. Jo, das passt. Sieht gut aus, nehmen wir. So, hier waren. Schon viel besser. Auf jeden Fall werden die Räumlichkeiten definitiv noch mit Laternen ausstaffiert, damit das viel schöner aussieht. Und wie gesagt, kleine Bergbehausung, ne? Neue Axt braucht man sicherheitshalber. 1, 2. Genau, machen wir einfach mal 2 Stück. Da. Der Bogen dahin, der dahin. Und die schmeißen wir mal kurz einfach in die Ballapampa. Ah, Moment. Ohr juckt. Schon besser. Juckt kräftig. So. Was habe ich denn danach geplant? Also wenn die groben Räume fertig sind, überlege ich dann wirklich in Richtung Essenanbau, also Nahrungsbeschaffung, erstmal wieder was zu setzen. Also sprich ein Feld. Oh, beziehungsweise wenn ich den einen Raum da, der, ich meine, das geht ja schnell. Also mit Räumen ist erstmal wirklich gemeint, die Raumaufteilung, wenn die wirklich gegeben ist und die Außenbewandlung fertig ist, der einzelnen Räume, dann kann ich mich erstmal um was Essbares kümmern. Ich denke mal wieder Felder. Komm schon. Und spring. Geht doch. 22 reicht erstmal wieder aus. Ich meine, es wird sowieso dunkel. Gott, sieht das endlich wieder schön aus. Ich hab's vermisst. So. Natürlich für sowas hier ausreichend würde ich jetzt hier Competition, die Bad Wars oder ähnliches spielen, wäre das definitiv nicht möglich gewesen. So. 6, ne. Eine Lücke. Und hier noch. Sehr schön symmetrisch. So. Ja, das ist das größere Zimmer, obwohl das wäre, glaube ich, Alchemie. Und hier geht auch. Würde es. Oh ne, hier ist eine gerade Zahl. So. Das hier ist eher ungerade. Hier würde ich dann eher doch in Richtung Bibliothek gehen. Genau, hier käme die Bibliothek auf jeden Fall rein. Hier der Alchemistenlabor. Schlafzimmer, Küche, Kellerschmiede und oben mal schauen. Also. Nicht nur Schmiede an sich, sondern auch Rüstkammer. Also die ganze Ausrüstung wird da unten gelagert. Also
alles, was mit Mining zu tun hat, auch nicht nur die Metalle, sondern wirklich die Steine, Mining Stuff, also Metall, Gold, Diamanten, Emeralds, wird alles unten gelagert, sowie eine Waffenkammer werde ich bauen. Da kommen auf jeden Fall die ganzen Äxte, Rüstung. Da werde ich mir noch auf jeden Fall noch was gut einfallen lassen. So. Nichtsdestotrotz muss er fertig werden. Und zwar. Ich überlege ich. Hier. Genau, hier muss ich noch die Wände rausreißen. Das geht ja schnell. Oder fast jedenfalls. Ich bin aber auch überlegen, hier vielleicht einfach Treppenstufen hinzusetzen und hier einen Durchgang zu lassen. Bin ich schon in der Versuchung. Also beim Schlafzimmer würde ich, zur Küche würde ich es nicht machen, aber hier. Ich überlege es mir mal. Mal gucken, wie das dann mit der Bibliothek zusammen aussieht. So als einzelner Ort. So. Hier waren die Dinger in den Ecken. So. Dann haben wir es schon gleich und dann kann ich mich Richtung Feldbewirtschaftung aufmachen. Wie gesagt, Wasser muss ich gucken, Eisen muss ich gucken. Ach, verdammt. Außer ich habe einen Eimer. Muss ich gleich mal gucken. So, ja. Die Bibliothek wird sowieso ein bisschen größere Arbeit sein, da ich noch gucken muss bezüglich Leder und den ganzen anderen Spökes. Wir haben noch Nacht draußen. Bin jetzt so weit entfernt. Jetzt bin ich in der Wand drin. Nice. So. Nächste Runde. Okay, stirbt Zombie, das ist gut. Oder stirbst du schon vor? Stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Stirbst du? Jetzt. Ey! Das tat weh. Ah, verdammt. So. Mr. Creeper, du musst leider weichen. Ich brauch dich hier nicht. Oh. Bitte nicht explodieren. Die Firma dankt. Den da vorne nehme ich noch mit. Ja, komm her. So, kurz. Oh. Entschuldigung. Oh. Wie sagt meine Chefin auf Arbeit immer so schön, ich niese wie ein Wikinger. Viel zu laut jedes Mal. Kann ich auch irgendwie nie zügeln. Hey. Runter da. So. Die Fichte nehmen wir auch noch mit. Na, Allergie kickt ein bisschen. Manche würden das vielleicht als Vorurteil sehen, aber ist halt so typisch, wenn man so Stadt-Vorstadt wohnt. Auf dem Land hatte ich damals keine Allergien, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals welche hatte. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr momentan so ein bisschen Allergie geplagt? Wenn ja, könnt ihr gerne an alle Allergiegeplagten, könnt gerne ein Like da lassen. Nee, kleiner Scherz. Ja. Hauptsache, ich komme wieder mit einem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Dann haben wir schon mal die Außenbewandung fertig. Raumaufteilung fertig. Jetzt müssten nur noch die einzelnen Räume dran.
Das warten wir erstmal ab. So, erstmal. Ich überlege gerade. Nicht einen normalen Stein. Dafür müsste ich den erstmal brennen. Dafür habe ich nicht genug Kohle. Obwohl, warte mal. Einmal. Oh, Andesitsteine. Das ist eine gute Idee. Und letzten Endes. Du da. Alles andere kommt erstmal weg. So, Andesit. Ich würde sagen. Was ist, wenn ich jetzt eine Andesit-Stufe mache? Kann ich polierten Andesit-Treppen machen? Vielleicht. Kann ich. Würde ich sogar. Ach komm, wir bauen mal beides und dann kann ich mal mir das mal ansehen, was davon besser aussieht. Also, wir haben einmal den polierten. Einmal den normalen. Aber für die Felder wäre schon der polierte eigentlich viel zu schade. Ach, es wird geklotzt, nicht gekleckert. So. Sehr viel davon. Sehr viel davon. Dann kommt die Frage, wo setze ich das Feld hin? Also wie gesagt, hier muss ich nochmal... Nicht nur soll, ich mache das jetzt auch. Erde. Mal den Bereich hier unten mal zumachen. Wenn ich auch noch genug Erde dafür habe. Ein Glück, dass ich kein Tutorial bin, sonst würde ich das hier ganz her hier so richtig schön verschnellern, aber das tun wir mal nicht. Ihr sollt genauso leiden wie ich. Natürlich fehlt mir Erde. Wie soll es auch anders sein? So, ich hoffe, das reicht. Wenn nicht, dann ist dies so. So. Das Problem ist einfach hier, dass mein grundlegendes, und zwar Wasser. Das größere Problem ist, ich brauche Eisen. Das heißt wiederum, ich muss Eisenfarm gehen. Beziehungsweise einfach mal, ich würde mich einfach irgendwo mal kurz irgendwo hin straight buddeln. Und vielleicht habe ich auch Glück und ich finde eine Höhle. So, Fackel ausrüsten.
erstmal eine Cave Entrance finden. Das ist jetzt gerade mal das Schwierige. Ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Cave Entrance gefunden. Oh, hallo. Oh. Oh, ich sterbe. Ha! Wurde von Zombies erschlagen. Ui. Das war ein Lag. Ein Glück, wäre ich jetzt... Ich war jetzt unvorsichtig. Wäre das jetzt Hardcore? Könnte ich die Aufnahme wieder in die Tonne treten. Zum Glück. Ist das nicht so. Mal kurz hinrennen. Weil ich glaube, die können es auch erahnen, was es sein kann. Vielleicht muss ich gar nicht buddeln. Nur genug Fackeln. Bewaffnung. Fackel. So. Na komm, ich weiß, dass du jetzt kommst. Komm her. Okay. So, jetzt müssen wir planen. Ich glaube, ich bin sowieso gerade Tode nah. So ist es ja nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte, Entschuldigung, dass ich gerade nichts gesagt habe. Ich musste mich jetzt mal gerade kurz konzentrieren. Und zwar muss ich jetzt gucken. Da muss ich jetzt ausleuchten. So. Und euch töten. Ah, ist das herrlich. Ein Spawner. Gut, da ist eine Axt dabei.
So. Nehmen wir mit, Das nehmen wir alles mit, außer das. Das kann da bleiben. Aber wir können uns einen Wuffi holen, das ist gut. Durchschuss für den Bogen. So. Ich habe eigentlich auf Eisen gehofft. Vielleicht finde ich hier drin noch was. Nee, das ist zu hoch für Eisen. Ich darf nicht vergessen, das ist das neue Minecraft. Was heißt das? Was heißt das neue Minecraft? Das ist auf jeden Fall anders. Ich finde jetzt, glaube ich, nicht auf die Schnelle hier in dieser Höhe Eisen. Das heißt, wieder zurück. So schnell wie es geht. Hui. Ich hoffe, dass ich auch das Haus finde. Ansonsten bin ich am Sack. Ich würde sagen, hier hoch. Ja. Oh oh. Nö. Geschlossene Gesellschaft. Geh weg.